Warum haben die denn so Kerzen da oben drauf? Ist hier Weihnachten oder was? Kerzenfabrik oder was soll das hier sein? Da ist so Kerzen oben drauf, okay. Na gut, lass mal machen. Ja, wie gesagt, grafisch ist nicht das Highlight, aber ich mag das mit den Abstimmungen irgendwie. Das gefällt mir irgendwie. Ist relativ einfach gehalten trotzdem. Ich hätte politisch so gedacht, dass es politisch ein bisschen anspruchsvoller das ganze Ding ist, aber es ist irgendwie ganz cool. So. Es macht mir Spaß und das ist das Wichtigste bei Spielen. Wir können wahrscheinlich immer noch. Ne, wir müssen ein bisschen warten. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Wir können schon wieder im Bezirk anfangen. Zumal ich dann auch gleich wieder anfange, den Bezirk bauen zu wollen. Und dann muss ich ihn wieder wegreißen, weil ich mir den gar nicht finanzieren kann. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Wie sieht denn das aus? Ja, Wohnung und Gewerbe haben wir gerade. Industriegebiet gefragt, Frage glaube ich gar nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an unseren Gewerkschaften, die wir durchgedrückt haben. Dass die Gewerkschaften uns. Dass die Firmen jetzt halt nicht mehr zu uns kommen wollen, weil sie keine Gewerkschaften haben. Spaß würde ich gerne noch mal haben. Und Sicherheit haben wir auch keine in der Stadt. Warte mal. Wir müssen die Finanzierung. Okay, wir. Neuer Antrag wird eingereicht für die höhere Finanzierung des. Besteuerung. Wo haben wir es denn? Besteuerung? Nein. Verordnung? Verordnung? Nein. Ratsübersicht, Besteuerung, Dienstleistung, Finanzierung. Da. Ich würde gerne die. Privatvermögen, Sicherheit? Haben wir nicht eine. Wir haben doch eine Polizeistation gebaut gehabt. Bin ich jetzt doof? Hier steht doch irgendwo eine Polizeistation. Ist das eine Grundschule? Wie? Das ist eine, ich dachte, das wäre eine Polizeistation. Wir haben tatsächlich eine Grundschule hingesetzt. Sind wir doof? Dienstleistung entfernen. Die vorhandene Technologie ist natürlich ermöglicht. Okay. Das heißt, wir haben hier noch eine Grundschule stehen. Ist das sinnvoll, da noch eine Grundschule? Egal, wir müssen jetzt hier eine. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir überhaupt keine Polizeistation haben. Ups. Ja, gut. Das fällt mir ja früh auf. Ja, haben wir wahrscheinlich schon alle schon wieder. Oh, Lavan, du hast deine Polizeistation vergessen. Wie kannst du nur, du Idiot? Ich habe gedacht, wir hätten eine. Ja, meine Schuld. Entschuldigung. So. Was haben wir denn hier? Wasserverleitung. Komm, die bauen wir vielleicht. Wie teuer sind die? Kosten 600 pro Monat. Ja, die kommen dazu. Infrastruktur bestätigen. Dann würde ich ganz gerne hier eine Polizeistation bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir keine Polizeistation haben. Ich dachte, wir hätten welche. So. So, Dienstleistung bestätigen. Bezirk unbedingt passt. Das ist jetzt Zentrum. Bezirk vorschlagen. Ja, genau, sehr schön. Machen wir eine normale Abstimmung, oder? Ja, in Ordnung. Gut. Dann wollen wir hier nochmal in Klein-Moskau. Würde ich jetzt nämlich ganz gerne auch den Bezirk. Geht gerade nicht, weil wir eine andere Abstimmung haben, oder was? Ist ja doof, dass wir jetzt keine zwei Abstimmungen gleichzeitig hintereinander laufen lassen können. Egal. Klein-Moskau braucht gleich auch noch Gasversorgung und Wasserversorgung. Die werden wir uns gleich noch umkümmern. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt, irgendwie unser zweites Stadtviertel. Und darum müssen wir uns gleich noch kümmern. Wie gesagt, wir warten jetzt ein bisschen auf den. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir warten jetzt ein bisschen auf die Abstimmung für die Frauen. Da haben wir sie. Dass die Frauen Grundeigentum erwerben dürfen. Das machen wir jetzt auch. Abstimmung bestätigen. Das ist ja locker auf unserer Seite. Oder ist das jetzt überhaupt das mit den. Ach nee, das ist das Bezirk verändert Ding tatsächlich. Okay, damit haben wir den Bezirk verändert und haben damit. Ich hätte schon gewundert, warum auf einmal alle so für die Frauen sind. Für die Möglichkeit von Frauen Grund zu erwerben. So, Bezirk erstellen. Nein, ich möchte ganz gerne in Moskau was verändern. Bezirk verändern. Ja, gepasst. Ich möchte hier eine Wasserleitung ganz gerne Raster aktivieren. Struktur bestätigen, Dienstleitung bestätigen, Bezirk vorschlagen. Hier nochmal eine Abstimmung. In Ordnung. Das heißt, wir gehen damit auch erstmal durch. So, bequem. Was haben wir denn hier? Bequemer Verfahren. Einige neue Verarbeitungsmethoden machen die Produktion von qualitativ hochwertigen Materialien einfacher und preiswerter. Wie sollen sie ihrer Ansicht gesetzlich geregelt werden? Unternehmen soll der Einsatz von neuen Technologien ohne Einschränkung gestattet werden. Es soll Sicherheitskontrollen eingeführt werden. Wollen wir mal auf Sicherheit gehen? Hä? Das ist natürlich so mega arbeitsrechtlich, wo wir jetzt gerade spielen. Ah, ich denke, wir gehen auf Sicherheitsmethoden. Ja, minus 5%. Ja, die ist ein bisschen runtergegangen deswegen. Aber ich habe Angst, dass wir nachher einen Brand oder so eine Scheiße haben. Wenn wir das jetzt akzeptieren, dass wir hier. Na gut. So. 12.000. Haben wir jetzt gerade Geld verloren, weil wir diese Abstimmung hier nicht so durchgehauen haben. Spaß in der Stadt. Ja, wie gesagt, Spaß ist ein bisschen noch drunten und
physisches Leben, das heißt, ein Park müssten wir gleich auch nochmal bauen. Abstimmung beginnen. Oh, Alter, das sind auch alle dafür, für das Grund, für das Recht auf Eigentum von Frauen. Sehr schön. Nicht das Recht, das klang jetzt falsch, nicht das Recht auf Eigentum von Frauen, also nicht, dass man Frauen haben darf, sondern dass die Frauen Eigentum erwerben dürfen. Das war unsere Abstimmung, die wir gerade hatten. So. Recht auf... Nee, das war gar nicht unsere... Ach, das war die andere Abstimmung. Ich dachte jetzt gerade, ich bin irritiert. Da ist sie. Ich habe mich schon gewundert, warum die jetzt auf einmal dafür sind. Übrigens, die Linken sind ziemlich dagegen. Die eher Konservativen, also Rechten kann man noch sagen, sind eher so ein bisschen mittelmäßig und die Liberalen sind natürlich voll dafür. Abstimmung beginnen, das dürfte aber trotzdem locker was werden. So, ja, passt. Gesetz verabschiedet, dass Frauen das Recht auf Eigentum zugesteht. Heute wurde ein sehr umstrittenes neues Gesetz verabschiedet, das so umstritten war es gar nicht. Vielleicht in der Bevölkerung, vermute ich. Dass die Frauen das Recht haben, alle Arten von Eigentum zu erwerben. Dieses Gesetz gilt mit sofortiger Wirkung gültig und gestattet Frauen eigenes Eigentum, einschließlich gemeinsamer Pachten, Alleineigentum und Gemeinschaftsbesitz. Die Entwicklung wurde von männlichen Geschäftseigentümern streng verurteilt. Klar, dass sie vom männlichen Geschäftseigentum stark verurteilt wurde. Frauen in den Falten das für einen großen Durchbruch. Die Philanthropistin, was ist das denn? Dora Brown, 56, nannte die Entwicklung einen Meilenstein in der Pflege und Aufrechterhaltung des menschlichen Potenzials. Philanthropistin. Okay. Ich hätte Philosophin gedacht, aber Philanthropistin. Okay. Vielleicht, falls jemand die Übersetzung für diesen Fachbegriff weiß und was genau das bedeutet, kann mir dann mal vielleicht in den Kommentaren weiterhelfen. Ärzte Hände waschen nach Kontakt mit Toten. Eine radikale Ansatzinfektion, darauf wird die Todesfälle in Krankenhäusern zu vermeiden. Wird das Händewaschen in Zukunft der Volksgesundheit verändern? Ach nee, Händewaschen ist übrigens ganz sinnvoll ab und zu mal. Vor allem, wenn man so Tote gerade angefasst hat, habe ich gehört. Also falls jemand so ein bisschen nekrophile, nein, ich auch wieder Neigung hat, nachher Hände waschen. Gut, war ein Witz. Nein, natürlich nicht. So, Aufstand in Wien. Metternich tritt zurück. Kaiser flieht nach Syrien. Die eine Aufstandsrevolution droht die politische Lage in Europa drastisch zu verändern. Kaiser flüchtet in der sichere. Oh, in Österreich gibt es eine Revolution. Ah, interessant, interessant. Interessant. So. Können wir bald mal unseren dritten Bezirk endlich bauen? Wahrscheinlich noch nicht. Wofür haben wir unser ganzes Geld gerade ausgegeben? Für die Frauen? Nee, ne? Ach, für das Ding ist ja wahrscheinlich. So. Zufriedenheit ist aber mit 1 da. Parteienunterstützung in der Stadt. Weltweite Wirtschaftskrise. Rezension greift um sich. Na, super. Das hilft uns ja jetzt gerade weiter bei unserer finanziellen Lage. Das jährliche Pro-Kopf. BNP sinkt weltweit, sowohl die industrielle Produktion als auch der internationale Handel sind auf den Tiefpunkt angelangt, Investitionen und Konsum sind ebenso wie Aktienwerte in jedem bedeutenden Land der Welt im Keller. Dafür schießen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe, wenn diese Rezession weiter unkontrolliert wütet, werden Kreditvergaben und Wohnungsbau rapide sinken, einige Berater schlagen vor, über große Projekte Geld in die Wirtschaft zu pumpen, andere setzen sich eher auf gravierende Ansätze, einen Wirtschaftsaufschwung und Wirtschaftswissenschaftler nennen einen barbarischen bärischen Markt. Okay. Denn das einen bärischen Markt und bärischen. Hätte jetzt so auf einen Bären aufgebunden. Warum bärischen? Und versichern, dass es eine Depression einfach an Teilen des Zykluses vorbeigehen wird. Ja, das andere hatten wir schon. Prophet Joseph Smith gelünscht. Heiliges Artefakt verschwunden. Joseph Smith, Gründer und Prophet des Mormonentums. Ach, Mormonen, ah. Da. Wurde von einer tobenden Meute aus seinem Gefängniszelle geschleift und gelünscht. Schön. Ich guck mal, ob wir jetzt gleich im Endeffekt unseren dritten Stadttitel, aber ich fürchte, wir haben gerade jetzt so eine Rezension, dass wir gerade nicht so gut viel Geld verdienen. Was ist das hier eigentlich? Privatvermögen. Ach, die Privatvermögen in der Stadt, okay. Denkleistung. Prestige. Ja, wie gesagt, wir hängen gerade so ein bisschen hier in der Luft.
Ich kann mal eben gucken, was wir so an Verordnungen noch haben, was wir hier so ein bisschen dies, Finanzierung wollen wir nicht, Besteuerung, Verordnungen, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzierung von Tabak, sind im Moment drinne, geschäftlich, aktive Verordnung, Moral, woher wir gehen, können wir nicht weitere, wo was, aktive Verordnung, verfügbare Verordnung, da haben wir was, kostenlose Feuerwehr, Finanzierung für, für fließendes Wasser, Lizenzierung von Alkohol, Verbot von Prostitution, Sicherheitsbehörden, Krankenhäuser gehören. Das klingt doch gut. In Ordnung. Dann werden wir das auch nochmal durchdrücken, dass unsere Krankenhäuser und die Polizeistation effektiver wird. Das klingt ganz sinnvoll. So. Kann man eigentlich irgendwas hinten sehen? Ne, man kann nicht so auf dem Smell Now Show gucken. Science Fiction seit der industriellen Revolution das wichtigste Genre war. Und auch noch ist. Schaltet Lichter aus, weil das ist ja schön. Ach ja, jetzt wollten wir, jetzt scheißen wir mal nicht mehr auf die Menschenrechte, sondern jetzt mal, machen das auch mal. So. Sehr schön. In Ordnung. Was können wir da machen? Die Sozialistische Partei hat die Wahlen. Ach krass. Die Linken haben gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tatsächlich. Das heißt, wir haben eine linke Mehrheit. Linken sind ja eigentlich mehr auf unserer Seite. Das hatten wir schon, Gut. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, was möchtest du von uns? Bezirk verändern? Wir können jetzt die Dichte festlegen. 100 Zahlungen bestätigen. Okay. Was können wir in der Dichte machen? Lass uns mal die Dichte erhöhen. Geht das nicht irgendwie? Bezirksdichte, komm. Moderat? Ja, komm, wir nehmen mal. Gehen wir mal darauf. Dann wollen wir mal das bestätigen, was wir haben. Bezirk vorschlagen. Kosten. Ja, das Problem ist halt. Aber das ist für den gesamten Bezirk, ne? Das, vielleicht kriegen wir das durch. Ich denke mal, dass wir jetzt hier die Dichte erhöhen, das kriegen wir vielleicht durch. In Ordnung. Bezirk verändern. Da müssen wir jetzt ein bisschen nochmal wieder ein bisschen einwirken. Ein paar Zeilen appellieren. Die bitten wir einfach mal, laden Vorsatz zum Essen ein, ja, passt. Dann nehmen wir die mal, Freien Demokraten, die fordern wir mal wieder. So. Und dann müssen wir die anderen noch auf unsere Seite kriegen. Und wir die jetzt mal, nein, wir fordern. Stimmen sie gegen... Ja, das könnte jetzt für uns... Ah, 9-8, das sieht nicht gut aus, immer noch nicht. Geil, vielleicht kriegen wir es dann beim zweiten Mal, dass wir dann kurz vor der Wahl noch mal ein bisschen mit denen reden können, dass wir es dann durchkriegen, hoffentlich. Müsste funktionieren. Wir haben noch keine Abstimmung bisher verloren, ne? Sicherheit, da haben wir es. Das müsste locker durchgehen, ja. Jo, das geht locker durch. Und das ist gut. Das heißt, wir haben die Krankenhäuser und die Polizeistationen haben höhere Effektivität. Bezirk verändern, ja. Da müssen wir noch ein bisschen mit den Parteien reden. Na, ja, die sind jetzt voll auf unserer Seite. Na, das ist ein bisschen Wohlwollen, haben wir da ein bisschen runtergekriegt dafür. So, wir bitten die hier nochmal. Das ist gut, die haben wir auch nochmal hingekriegt. Und die anderen... Bitten wir auch nochmal, statt ihre Hilfe wirklich braucht. So, das müsste jetzt funktionieren. Gut. Abstimmung beginnen. Das wird aber wieder ein knappes Ding, denke ich. Die Konservativen sind jetzt ein bisschen mehr gegen uns. Jo, das heißt, wir haben jetzt die Dichte erhöht. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen mehr. Können ein bisschen mehr ausgebaut werden, was ganz schön ist. Also einfach mehr Geld mit zu verdienen. Ich würde sagen, was wir jetzt noch machen, eventuell ist ein Park hier setzen, würde ich sagen. Hoffnung für schwächende Wirtschaft. Märkte kommen, Zusammenbrüchen und Depressionen erhöhen. Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie gut die Schäden an der Wirtschaft behoben werden. Wie gut Amortisation, ich hasse so viele Fremdwörter, gehandhabt werden, ob Preise für nationale Produkte steigen, wie die Währung performt, etc. Anzeichen für einen Aufschwung in beliebigen Bereichen
müssen nicht bedeuten, dass es wieder in Ordnung ist, können aber Grund zur Hoffnung sein. Stahl im Massendankbequemerer-Verfahren. Das Biserma-Verfahren beseitigt Unreinheiten im Roheisen und ermöglicht das Herstellen von qualitativ hochwertigem Stahl. Die Koalition unter britischer und französischer Führung fällt russische Kaiserreiche ein. Oh, alte Feinde Frankreichs machen gemeinsame Sachen mit den Türken und mit Russland einzufallen. Also die Geschichte scheint ja nicht ganz realistisch zu sein, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Engländer und Franzosen mal in Russland eingefallen sind. Obwohl 1852 vielleicht, keine Ahnung. Ja, falls ich mich gerade irre.